Wir sind hier in der Linzegasse vor dem St. Sebastians Badhaus. Was ganz Besonderes in Salzburg, glaube ich, insgesamt 7 Badehäuser. Und die Badehäuser versteht man vielleicht etwas ganz anderes, als was man glaubt. Es ging nicht nur darum, dass man sich baden konnte. Fließendes Wasser hatte man ja nicht so einfach in den Wohnungen, außer es kam vom Dach und wenn es undicht war. Das Thema war hier vielmehr, man hatte die Möglichkeit, hier zum Friseur zu gehen, sich den Bart schneiden zu lassen. Auch arme Leute konnten das machen, 2 oder 3 Mal im Jahr, auf Kosten der Stadt. Aber Bader, das kennt man im österreichischen und im bayerischen Dialekt, war so etwas wie ein kleiner Arzt oder ein Arzt für die kleinen und armen Leute. Und unter Bader, der machte dann Folgendes. Der zog die alten, kaputten Zähne. Ein Bader, der machte auch den Aderlass. Ein Bader, der setzte Schropfkegel ein, der legte Blutegel an. Also Sachen, die man heute sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Man ging zum Bader. Es wurde dann allerdings vom Erzbischof in der Zeit, wo die Kirche sehr, sehr streng auf Sitten und Moral achtete, sichergestellt, dass Männer und Frauen in unterschiedlichen Stockwerken badeten oder ihre Schwitzbäder einnahmen. Das heißt, es war so etwas wie der Vorläufer einer Sauna in Europa. Und erst nach einer bestimmten Zeit, als dann Barock langsam modern wurde, trat man dafür ein, dass man das überhaupt lässt. Man wusch sich nicht mehr. Und wie wir ja vielleicht wissen, Ludwig XIV. Hat nach alten geschichtlichen Aufzählungen nur 3 Mal ein Bad genommen und die waren offensichtlich nicht ganz freiwillig. St. Sebastian, den wir oben als Schutzpatron des Badhauses, aber auch in der Kirche, die da direkt neben uns ist, sehen. Wir sehen eine schöne Statue an der äußeren Kirchenfassade mit Pfeilen durch seinen Körper. Das war ein Leibwächter des römischen Kaisers im 3. Jahrhundert. Und in seiner Funktion als Leibwächter war es wichtig, dass er absolut kaisertreu war. Als er sich zum Christentum bekannte, wurde er vom Kaiser verurteilt, durch Pfeile zu sterben. Das heißt, man stellte ihn an einen Pfahl und man beschoss ihn mit Pfeilen. Er wurde, nachdem man ihn tot geglaubt hatte, dort einfach liegen gelassen. Doch stellte man dann später fest, es kam eine ältere Dame vorbei, ihr Name war Irene, eine Witwe, und die pflegte ihn gesund. Der gute Sebastian war allerdings so gutgläubig, dass er meinte, wenn er gesund gepflegt wieder zum Kaiser käme, dann passt das alles. Hat sich aber ganz furchtbar geirrt, als er wieder zum Kaiser ging und sagt, also ich bin doch ein Christ. Jetzt hat ihn der Kaiser mit Keulen erschlagen lassen und den Kanal von Rom werfen lassen. Wir befinden uns hier am Ende der Linzergasse. Die Linzergasse wurde beendet durch das Linzer Tor. Man sieht hier an einem alten Eckhaus mit der Wolf-Dietrich-Straße noch, wie das aussah. Man musste das aufgrund verkehrstechnischer Gegebenheiten weggeben, dass Autos durchfahren konnten und dass der Verkehr nicht beeinträchtigt wurde. Und diese Linzergasse, die hier endete, ging über in eine andere Straße. Und diese Straße hieß Straße nach Österreich. Und das war ganz erstaunlich, denn man war sich absolut im Gewahren, dass Salzburg ein eigenes Land war und Österreich ein Nachbarstaat. Wichtig war, dass die Befestigungsanlagen, die man hier baute, hier ging praktisch die Stadtmauer bis zum Berg. Hinter diesen Häusern finden wir den Kapuzinerberg. Und der Kapuzinerberg war das Bollwerk gegen den Norden, gegen das Land Bayern. In der Linzergasse selbst finden wir auf dem ganzen Weg nach unten wesentlichen Handwerksbetriebe. Es waren Kerzenzieher, es waren Glockengießer. Es war eine sehr, sehr berühmte Handwerksstraße, die ein sehr reiches und buntes Leben in diesem Teil der Stadt barg. Ein wichtiger Punkt, das war in der Nacht überhaupt nicht sicher. In der Mitte der Linzergasse war ein Kanal, denn Kanalisation hat es damals in der Form noch nicht gegeben. Dieser Kanal ging hinunter bis zur Salzach und dieser Kanal war nur sehr, sehr einfach abgedeckt. In der Nacht gab es keine vernünftige Straßenbeleuchtung, es gab eine ganze Menge Verletzter, wenn die Leute etwas illuminiert nach Hause gingen und die Löcher in der Straße nicht sahen.